Tipps und Trendszeit hier bei uns, auch heute wieder mit schönen Empfehlungen aus dem Allgäu für Sie. Essen ist Genuss und eine ausgewogene, natürliche Ernährung das beste Rezept für eine gute Gesundheit. Wir sollten uns also schon ab und zu Gedanken darüber machen, was wir tagtäglich so essen. Das ist aber nicht nur für uns Menschen ein Thema, sondern auch für unsere Haustiere. Und genau darauf legt man bei Blattner Heimtierfutter in Kempten den allergrößten Wert. Hier gibt es individuell abgestimmte Mischungen für Ihren Liebling, egal ob Hund, Katze oder Vogel. Vögel, egal wie groß sie sind und egal woher sie kommen. Um sie möglichst lange fit und vital zu halten, brauchen sie das richtige Futter. Bei manchen Arten ist das kein großes Problem. Andere Arten wiederum sind auf sehr spezielle Futtermischungen angewiesen. Denn was für den einen Vogel eine gesunde Delikatesse ist, kann bei dem anderen auf Dauer Gesundheitsschäden hervorrufen. Blattner Heimtierfutter baut deshalb unter anderem auf eine spezielle Vogelfuttermischanlage. Insbesondere Zoos, Züchter, aber auch Halter von weniger verbreiteten Vögeln setzen auf die individuellen Mischungen. Es ist im Prinzip abhängig die Mischung eben auf den jeweiligen Vogel abgestimmt, damit da praktisch also keine Probleme auftauchen, sei es Leberprobleme und dergleichen, weil verschiedene Vögel vertragen einfach unterschiedliche Saaten. Ist ein Vogel, wo im Endeffekt aus der Savanne kommt, der verträgt jetzt im Endeffekt keine fettreichen Sachen, also muss ja dementsprechend angepasste Mischung praktisch machen. Und umgekehrt nachher auch, wenn ein Vogel aus relativ kalten Regionen kommt, der braucht jetzt wieder eine fettreichere Mischung und auf diese Sachen wird da speziell eingegangen. Aber auch andere Haustiere bekommen bei Blattner Heimtierfutter natürlich das, was sie für eine gesunde Ernährung brauchen und was sie auch zum Wohlfühlen benötigen. Entsprechend gibt es individuelle Futtermischungen nicht nur für Vögel, sondern beispielsweise auch für Hunde oder Katzen. Egal was Ihr Haustier braucht, bei Blattner Heimtierfutter gibt es das Richtige für Ihren Liebling. Schon seit ihrem Bestehen Anfang der 80er Jahre hat sich die Bäckerei Speiser einen hervorragenden Ruf erarbeitet, was die Qualität ihrer Backwaren angeht. Insbesondere die Brezen tragen zu diesem guten Ruf bei. In einer größeren Backstube in Kempten gibt es inzwischen mehr Platz und Kapazität bei gleichbleibender Qualität. Schauen wir doch mal rein in die gute Backstube. Morgens um 4 Uhr. In der neuen Backstube der Bäckerei Speiser herrscht bereits seit Stunden Hochbetrieb. Die Kapazitäten hier sind etwa doppelt so hoch im Vergleich zur bisherigen Backstube. Was jedoch gleich bleibt, ist, dass nach wie vor direkt auf heißem Stein gebacken wird. Und das aus guten Gründen. Die Brezel wird bei uns auf Stein gebacken, weil wir den Aluminiumgehalt in der Brezel nicht wollen, der oft entsteht, wenn Brezeln auf Aluminium gebacken werden. Und der Laugenstein, der auf dem Steinofen entsteht durch die Lauge, der Brezel den unverwechselbaren Geschmack gibt. Ein weiterer Pluspunkt, das Gebäck ist saftiger und schmeckt dadurch besser. Die Qualität fest im Blick hat man bei Speiser aber bereits vor dem Backen. Praktisch alle Zutaten kommen aus der Region und auf vorgefertigte Mischungen verzichtet man hier völlig. Wir haben in den letzten Jahren komplett umgestellt, dass wir alles selber mischen. Unsere ganzen Kornmischungen und so werden alle von uns selber nach eigenen Rezepten gemischt, über Tage verbeulen und eingeweicht. Wir machen auch Koch- und Brühstücke, damit wir die Saftigkeit im Gebäck durch hohe Wasseraufnahme gewährleisten und dann eben die Gebäcke länger frisch bleiben. Und das gilt nicht nur für die fast schon legendären Brezen oder den neuen Kemptener Leib, sondern für alle Backwaren der Bäckerei Speiser. Oft hat man fast die Qual der Wahl, wenn man mal wieder essen gehen möchte. Zum Italiener, Griechen, Inder, Chinesen und, und. Genau aus dieser Menge möchte Clemens Höfle allerdings mit seinem Gasthof Stegmühle herausstechen. Er hat das perfektioniert, was zum etwas anderen Wirtshaus im Ostallgäu einfach passt. Und zwar richtig gute Allgäuer Küche. Seit 110 Jahren ist die Stegmühle in Biesenhofen im Besitz der Familie Höfle. Seither hat der Gasthof alles daran gesetzt, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Allgäuer Gastronomie zu erarbeiten. Von klassischen Kässpatzen bis hin zu eigenen Burgerkreationen, hier wird so regional wie möglich gekocht.
ohne Reservierung am Wochenende einen Platz zu kriegen, ist da gar nicht einfach. Wir werden jetzt ein neues Projekt starten mit einem Bauer hier aus dem Ort, der mir Fleisch liefert, wo wir auch komplettes Kalb zum Beispiel nehmen und das dann weiterverwenden, über Tageskarte fahren. Wir schreiben jeden Tag eine Tageskarte. Und wir verwenden eigentlich nur Produkte aus unserer Gegend. Die Erfahrung der Stegmühle zeigt sich auch beim Catering. 300 Party-Service fahren sie im Jahr. Von der Familienfeier übers Bierzelt bis hin zur Messe. Unsere Stärke beim Catering ist die, dass wir eigentlich nur das immer berechnen, was auch wirklich verbraucht wird. Durch unsere Erfahrung bringen wir nicht zu viel Material mit. Und wir haben zwei Hänger, mit denen wir live kochen vor Ort und zu ihnen hinfahren und einfach dort Schnitzel, Burger, Fleisch, was sie möchten, Beilagen, live vor Ort in ihrem Garten kochen und so weiter. Und auch im Gasthaus ist einiges geboten. Sei es im sonnigen Biergarten, im Restaurant oder beim Fußballgucken in der Pilzbar. Selbst Wohnmobilstellplätze gibt es hier. Eine Wirtschaft für Jung und Alt ist so entstanden. Und genau deshalb ist die Stegmühle das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen so ist, aber bei uns zu Hause ist die Küche schon so etwas wie ein Dreh- und Angelpunkt. Wenn Sie noch auf der Suche nach Ihrer Traumküche sind, dann schauen Sie doch mal zu Küchentrunzer in Waltenhofen-Hegge oder Markt Oberdorf. Hier kann Ihre Küche für Sie maßgeschneidert werden. Groß und gemütlich ist es geworden, das neue Stammhaus von Küchentrunzer in Waltenhofen-Hegge. Hier sollen sich die Kunden vom ersten Moment an zu Hause und gut aufgehoben fühlen. Dazu gehört selbstverständlich eine umfassende Beratung in lockerer Atmosphäre. Professionelle Planung wird hier ganz groß geschrieben. Was die Auswahl und Präsentation angeht, da haben die Küchen nun mehr Raum zum Atmen und sich mit allen Möglichkeiten und Raffinessen zu präsentieren. Nur eines von mehreren Auswahlkriterien für den neuen Standort. Ja, wir sind jetzt in eigenen vier Wänden. In Waltenhofen-Hecke, direkt an der B19 jetzt. Ein schöner Standort, wo man direkt von der Straße aus zu sehen ist. Und ja, freuen uns jetzt in einem größeren Gebäude, im Prinzip mit mehr Luft und sehr detailgetreuen Planungen hier, die Kunden zu begeistern. Neu im Programm von Küchentrunzer sind Küchen des auf Naturholz spezialisierten Herstellers Team 7. Aber auch sonst gibt es hier alles, was man in einer modernen Küche so erwartet. Und in vielen Fällen auch deutlich mehr. Das Angebot reicht von cleveren Detaillösungen bis hin zu nützlichen Spielereien. Mit dem neuen Stammhaus in Waltenhofen-Hegge hat Küchentrunzer eines deutlich gemacht. Wer im Allgäu auf der Suche nach einer hochwertigen Küche ist, der macht mit einem Besuch bei Trunzer definitiv alles richtig. Janine und Jairo Bravo. Sie lernten sich 2010 in Mexiko-Stadt kennen, inzwischen sind sie lange verheiratet und leiten die Tanzschule J&J Dance in Kempten und Obergünzburg. Ihre Leidenschaft ist das Tanzen und genau diese Emotionen geben sie ihren Schülern auch auf der Tanzfläche weiter. Wir haben uns mit den beiden mal über ihr Leben und über das Tanzen unterhalten. Hallo, ich bin Janine und ich tanze seit meinem 5. Lebensjahr. Ich bin Jairo und ich tanze über 20 Jahre und zusammen sind wir J&J Dance. Wir haben zwei Studios, eine in Kempten und eine in Obergünzburg. Wir haben eigentlich quasi fast alles, also von Ballett über Jazz, Hip-Hop, Salsa, Kizomba, Bachata, Standard Latein. Ich stand schon mit Gloria Estefan auf der Bühne. Als Showtänzerin bei The Voice of Mexico. Wir haben verschiedene Produktionen gearbeitet, zum Beispiel Aladdin war auch. Wir waren Choreograf und Tänzer in verschiedenen Fernsehproduktionen und so weiter mit bekannten Sängern. Und A Chorus Line zum Beispiel ist auch ein bekanntes Musical. Ich würde sagen, der Jairo und ich, wir sind beide Spezialisten, also wirklich international auch unterwegs in dem Bereich Salsa. Und worauf wir auch großen Wert legen, worauf wir auch sehr stolz sind, wir haben eine sehr gute Ballettausbildung. Ich wollte von Kind auf tanzen. Ich habe irgendwann, als ich 5 war, damit angefangen. Und das war immer einfach so eine Sehnsucht und eine Leidenschaft, mich zu bewegen, zur Musik zu bewegen. Und warum das weitergeben? Ich glaube, das ist das Schönste auf der Welt, wenn man was kann, gut kann und das dann an seine Schülerinnen und Schüler weitergeben kann.
Falls Sie viel mit dem Auto auf den Straßen unterwegs sind, dann ist Ihnen ein Steinschlag in der Windschutzscheibe sicherlich nicht fremd. Das ist dann nicht nur lästig, sondern sollte im Sinne der Sicherheit auch so schnell wie möglich behoben werden. Bei Allgäuer Autoglas in Kempten können Sie Ihre Scheiben reparieren lassen. Dieser Steinschlag ist vom Kunden von Allgäuer Autoglas gleich mit einem Pflaster versiegelt worden. Gut, denn so kann Harald Brach gleich mit der Reparatur der Frontscheibe beginnen. Wären Wasser oder Schmutz eingedrungen, müsste das alles erst noch aufwendig gereinigt werden. Ein Steinschlag kann nur repariert werden, wenn er noch nicht nass geworden ist, beziehungsweise wenn er trocken geblieben oder wieder getrocknet ist. Deshalb sollte man bei einem frischen Steinschlag ein Pflaster draufkleben. Die Reparatur selbst übernimmt bei Allgäuer Autoglas eine Erfindung von Harald Brach, der Gecko. 4.500 Stunden Entwicklungszeit sowie 12 Einzelpatente stecken in dem Apparat mit dem ungewöhnlichen Namen. Das hat was mit dem Verfahren zu tun. Gewöhnlicherweise muss man Reparaturgeräte gesondert an der Scheibe befestigen und der Gecko hält sich selbst an der Scheibe fest. Es erzeugt als einziges ein sogenanntes trockenes Vakuum, also ohne störende Flüssigkeiten. Nachdem das Vakuum erzeugt worden ist, wird ohne Vakuumverlust die Reparaturflüssigkeit eingebracht und dann repariert das Gerät von selbst. Der Vorteil des Geckos ist die gleichbleibend höchste Qualität bei der Reparatur. Übrigens, Pflaster für Steinschläge, wie eingangs des Beitrags gezeigt, gibt es bei Allgäuer Autoglas für Kunden gratis. Im Vergleich zu anderen Regionen stehen wir hier im Allgäu noch recht gut da, was die Einbruchrate anbelangt. Und doch ist es nie falsch, sein Zuhause so gut es geht vor Einbrechern zu schützen. Ein Familienunternehmen, das sich in diesem Bereich gut auskennt, ist die Firma Siegfried Liebherr in Kempten. Hier wird Sicherheit einfach großgeschrieben. Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der Eintrag im Richterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung, Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustüre anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80% über Terrassentüre, Balkontüre oder Fenster geht. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich. Und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge. Und wir haben den Vollservice von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen und hoffe, für Sie war der ein oder andere Tipp mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.